Das Kommen des Menschensohns. Matthäus 24, Vers 37. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Wie war es denn in den Tagen Noahs? Die Menschen waren boshaft und in ihren Herzen zu allem Schlechten und zu nichts Gutem bereit. 1. Mose 6,5. Das ging so weit, wenn es möglich wäre, dass es Gott bereute, den Menschen überhaupt erschaffen zu haben. Und mit dem Entschluss zur Sintflut zog Gott dann auch konsequenterweise einen ersten Schlussstrich. Bis auf Noah und seine Familie und einige Tiere wurde alles ausgelöscht. Die Erde war in Gottes maßgebenden Augen voller Verdorbenheit und Frevel. Das entspricht Übermut, Gewalt und einem bösen, dämonischen Willen. Da Gott nun allmächtig und allgegenwärtig und allwissend ist und Zeit und Raum für ihn eine überschaubare Angelegenheit ist, konnten wir Menschen ihn auch mit nichts wirklich überraschen. Dass wir boshaft sein können, Gott sieht es. Dass wir zur Rebellion und zum Unglauben, zur Sünde neigen und verdorben sind, Gott weiß es. Dass wir eigentlich Kandidaten für die ewige Verdammnis sind, Gott ist das klar. Dass wir uns selbst nicht helfen können und oftmals uns nicht helfen lassen wollen, Gott erkennt es. Alles, was nun nach dem Sündenfall im Paradies passierte, geschah nicht nach dem Zufallsprinzip, sondern als Lehrbeispiel für den Zustand des Menschen und als eine Vorschattung des Höhepunktes allen Seins, Gottes Menschwerdung. Das Ganze in einem ungefähren Zeitrahmen von 6000 Jahren. Für Gott, für den 1000 Jahre wie ein Tag sind, also gerade mal 6 Tage. Psalm 90,4. Aber eines wurde deutlich. Gott wusste es vorher, aber wir eben immer noch nicht. Der Mensch ändert sich nicht. Er kann es nicht. Er ist tatsächlich total erlösungsbedürftig. Er braucht keine Kosmetik, sondern muss neu werden. Immer noch gibt es Krieg, Bosheit, Unglauben, Hass, Neid, Abgötterei und religiöser Aberglaube. Glaube an Buddha, an Allah, an die Wachturmgesellschaft, an den Papst, an Krishna oder auch an Satan und so weiter. Doch anstatt wieder eine Sintflut zu schicken, was gerechtfertigt wäre, hat sich Gott, als die Zeit gekommen war, hingegeben zur Versöhnung mit den Menschen durch seine Menschwerdung in Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha freiwillig sein Leben gegeben hat, sein Blut hat fließen lassen zur Vergebung der Sünden an die, die daran glauben. 2. Korinther 5,19, Johannes 3,16. Wann Jesus nun wiederkommen wird, und zwar in großer Macht und Herrlichkeit, weiß nur Gott allein. Aber es gibt Zeichen wie falsche Propheten, die Gründung des Staates Israel, Gott sammelt seinen Augapfel, falsche Christusse, Matthäus 24,24, Katastrophen, Kriege, Nöte und so weiter. Es werden Zeichen am Himmel erscheinen und der Abfall hat Hochkonjunktur. So wie zu Zeiten Noahs, als sich die Menschen über den Bau einer Arche auf dem Trockenen lustig machten. So wie sich heute auch viele lustig machen über so etwas Dummes, wie zu einem Gott zu beten und an ihn zu glauben und ihn mit Liedern zu loben und an ihn und das Evangelium der Bibel von Herzen zu glauben. Ich wünsche mir, es finden trotz aller schlechten Prognosen noch recht viele Menschen zur Gnade und zur Erlösung und zur Sündenerkenntnis. Wenn sie nur wüssten, wie sehr sie das brauchen. Jesus kommt wieder nach seiner Verheißung. Und das wird passieren. Gott segne euch.
Jesus Christus kommt wieder, um seine Gemeinde zu holen. Er sagt in Matthäus 24, 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Liebe Freunde, ihr müsst bewusst zur Kenntnis nehmen, dass Jesus Christus diesen Monat wiederkommen kann. Oder schon in dieser Woche. Ja, er könnte sogar heute...